Bayreuther Honig kennzeichnet das, dass der, in der Stadt keine Monokultur herrscht und keine Pestizide gespritzt werden. Deswegen ist es, gibt es viele Imker, die holen sich ihre Bienen direkt in die Stadt, fangen dort das Imkern an. Durch das, dass ich mehrere Standorte habe, ich habe die Ermitage, Hofgarten, Oschenberg und hier am Goldachser See, da ist es so, dass ich so ein System entwickelt habe, wo ich wenigstens jeden Standort einmal die Woche besuche. Ich habe also folgende Situation. Man sieht also hier jetzt den Goldachser See. Diesen See, ich habe jetzt oben am Oschenberg von hier Luftlinie 250 Meter auch noch Bienenvölker stehen. Ich hatte letztes Jahr ein Riesenproblem, nämlich das Thema Wasser. Es war eine Trockenheit, wird dieses Jahr ja wieder so werden. Und deshalb ziehe ich oben vom Oschenberg die ganzen Bienen jetzt hier runter auf diesen Standort. Hier sind es ca. 30.000 Quadratmeter und die Wasserfläche sind ca. ja, ich glaube knapp 20.000 Quadratmeter Wasserfläche. Und da habe ich dann überhaupt keine Sorge mehr, dass sie kein Wasser finden. Und die Tracht hier, hier finden sie wilden Holunder, hier hast du also jegliche Art von Tracht, seltene Kräuter, Pflanzen, Wildkirschen, Wildzwetschgen. Also es ist eine unglaubliche Vegetation, die hier herrscht.